Jeder Anwalt, jeder Arzt kann davon Liedchen singen, auf Partys etc. Die, hör mal, du bist doch Anwalt, ich habe da ein Problem, sag mal, kannst du mir mal einen Rat geben etc. Ganz üble Kiste, und wie kommt man jetzt aus dieser Nummer raus? Hallo und guten Tag, da sind wir zwei Hübschen wieder. Und heute widmen wir zwei uns einem Thema, das kennt jeder Selbstständige. Nämlich der gute Gefallen für Bekannte, Freunde und Verwandte. Ja, du kannst mir doch mal einen Gefallen tun. Die übliche Ansprache, ja? Oder hör mal, du kennst dich doch damit aus. Kannst du mir da mal helfen? Ja. Und dann beginnt der innere Dialog. Ja, kann ich was dafür nehmen? Oh, das ist eine Riesenschweinerei, der nutzt mich nur schamlos aus, der fährt so eine dicke Karre, will das jetzt von mir umsonst haben und was weiß ich nicht alles. Und wir zwei Hübschen wollen Ihnen heute mal so zwei Tipps geben, wie Sie damit umgehen können oder wie ihr da draußen damit umgehen könnt. Und zum Schluss gibt's noch die mega fette Antwort, wie man mit guten Bekannten richtig sauber und fair Geld verdienen kann. Also, legen wir los. Ja, die berühmte Ansprache. Hör mal, du kennst dich doch damit aus. Das ist doch dein Metier. Da kannst du mir doch sicher helfen. Jeder Anwalt, jeder Arzt kann davon Liedchen singen. Auf Partys etc. Die, hör mal, du bist doch Anwalt. Ich habe da ein Problem. Sag mal, kannst du mir mal einen Rat geben etc. Ganz üble Kiste. Und wie kommt man jetzt aus dieser Nummer raus? Durch Verbindlichkeit. Das ist total wichtig. Merken Sie sich den Begriff Verbindlichkeit. Und Sie müssen das Gegenüber auch in eine gewisse Arbeit stürzen, damit es ihm ernst ist, dass er mit Ihnen zusammenarbeitet. Warum? Sie können ja zum Beispiel als Rechtsanwalt nicht sagen, naja, du bist ja nur ein Bekannter oder ein Verwandter. Du willst das ja ein bisschen günstiger haben, dann helfe ich dir auch nur so ein bisschen so zur Hälfte. Ja, also ich liefere mindere Qualität ab. Ja, das wäre so, als wenn irgendwie ein Kfz-Meister sagt, ich habe die Bremsen eingebaut, aber die Bremsschläuche habe ich nicht angeschlossen. Musst du mal gucken, wie du zum Stehen kommst. Das wird nicht funktionieren, liebe Freunde. Also wenn, muss man schon sauber ordentliche Qualität liefern. Und das ist auch immer so der Knackpunkt. Wenn dann was schief geht, dann hat man Ärger mit Bekannten, mit Freunden und der lieben Verwandtschaft. Und ob man das haben will, weiß ich nicht. Aber Stichwort Verbindlichkeit. Was kann man machen? Man zieht jemand anderen mit ins Boot, indem man sagt, pass mal auf, wir machen Folgendes. Ich habe da jemanden, den brauchen wir auf jeden Fall im Rahmen dieses Projektes. Ich würde sagen, und jetzt kommt die nächste Komponente dazu, das ist nämlich so ein Zweischritt, wir machen mal einen Termin. Gemeinsam mit dem Fachkollegen, irgendwie im Lauf der nächsten Woche. Und dann, ganz wichtig, immer den Preis nennen. Warum? Wir haben das ja gehört, letzte Woche, Ankerpunkte setzen. Geh mal davon aus, dass du ungefähr für diesen ersten Termin 300 Euro investieren musst. Und dann gucken sie dem Gegenüber in die Augen. Wenn sich jetzt die Gesichtsfärbung ändert oder auch der Kinnbereich so langsam nach unten gleitet, dann wissen sie, sie können die ganze Sache vergessen. Das war nämlich nicht so ganz ernst gemeint. Ja, und dann haken sie die ganze Sache ab. Ja, sollen wir jetzt einen Termin machen oder meinst du das hier nicht ernst? Du willst doch eine ordentliche Beratung haben. So, so geht man das an. Verbindlichkeit schaffen, feste Termine und das Gegenüber in eine gewisse Arbeit stürzen. Das kennen wir zwar noch aus einem anderen Aspekt, hat es mit Freunden und Bekannten, Verwandten nicht zu tun. Ansprachen im Bereich zum Beispiel Marktdaten. Da bekommen wir zwei Hübschen hier immer so Sachen so ganz lose hingeschmissen. Sagen Sie mal, können Sie Daten zum Markt XY liefern? Stopp. Jetzt stürzen wir das Gegenüber erstmal, das müssen Sie schon genauer definieren. Wir brauchen das und das und das und das. Das schreiben Sie uns bitte mal zusammen. Wir zwei haben bislang die Erfahrung gemacht, dass wirklich bei 90% aller Fälle nichts zurückkommt. Gar nichts. Das ist so ein daher erbrochenes Zeug. Können Sie völlig knicken. Und genauso ist das sehr häufig auch mit den lieben Freunden und Bekannten. Und jetzt kommen wir zu dem absoluten Tipp zum Schluss. Haha, total der Knaller. Also Ansage, hör mal, kannst du mir dafür einen guten Freundschaftspreis machen? Ha, machen wir. Der normale Preis plus 20%.
Auch da wird die Kinnlade wieder nach unten gehen. Aber guten Freunden hilft man doch, liebe Freunde. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche sagen Klims und der Kollege. Bis bald. Ciao. Looking, man, I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom.